Hallo und herzlich willkommen zurück zu Discord 2. Wir geben mal den Totenschein ab. In Ordnung, steig auf. Bald kannst du einen hübschen postmortalen Urlaub genießen. Habe ich denen vom Gepäck und den Grabbeigaben erzählt? Ich fürchte ja. Nun, man kann nicht alle Leute zum Lachen bringen. Eigentlich gelingt's mir bei kaum jemandem. Autsch. Dann auf geht die Reise. Ah, du Hohei und Ahoi, Matrose. Beim Klabautermann. Festhieven und an die Planken. Hör auf. Ich bitte dich, es ist authentisches nautisches Kauderwelsch. Wir haben schon darüber gesprochen. Unsere geschäftliche Beziehung kann nur fortgesetzt werden, wenn du mit diesem Ahoi-Unsinn aufhörst. Es ist entwürdigend. Aber ich werde damit meiner Rolle gerecht. Nein, du weist nur darauf hin, ein Idiot zu sein. Dies soll eine Seereise sein, keine Veranstaltung von Captain Seebärs lustigem Ferienclub. Wenn wir in See stechen, so müssen wir den üblichen Klischees von seefahrenden Leuten entsprechen, ne? Ist doch ganz klar. Du kannst mich nicht für die Vorstellung unserer Kunden verantwortlich machen. Sie erwarten sowas. Ohne den Hüft, den großbraffen Kram, halten sie einen ja nicht für echt. In meinem Geschäft kommt es sehr auf Mundpropaganda an. Mundpropaganda? Deine Passagiere sind tot? Ja, na schön. Bring sie an Bord und damit hat er sich. Tja. Auf jeden Fall eine leichte und sanfte Transport an Bord dieses Schiffes. Wie bitte? Ach, nix, ich hab mich nur geräuspert. Irgendetwas an dir ist seltsam. Und auf geht unsere schöne Fahrt. Auf See. Als ich durch die Paradiesstraße ging, sang ich Heyo beim Klabautermann. Traf ich dort ein freches, junges Ding. Oh, lass mich mal an die Schafe ran. Verdammt. Hallo. Wie wär's mit einer Tasse Tee, hochverehrter Seebär? Oh! Das ist der Geist von Captain Lavendelbart. Kommt direkt vom Meeresgrund. Rette sich, wer kann. Frauen und unerschrockene Seebären zuerst. Okay. Unser Kapitän ist weg. Ich begegne mehr Verrückten, als der reine Zufall erlaubt. Wie dem auch sei. Offenbar habe ich jetzt das Kommando. Das ist auch nicht schlecht. Sind wir der neue Kapitän dieses Schiffes. Und fahren erstmal über die Scheibenwelt. Immerhin hat uns ein riesiges Seemonster gerettet, was uns jetzt wieder ausspuckt. Sind wir angekommen? Scheint so. Windswind geht von Bord. Die anderen restlichen Toten offensichtlich nicht. Na. Du, da bist du und stinkfaul, wie ich sehe. Komm, steh auf und zurück an die Arbeit. Es herrscht das reinste Chaos. Nein, mir gefällt es hier. Hier kann man sich prächtig entspannen. Sonne, Meer und Garnelen. Wie ich sehe, hat die Sonne dich hübsch gebleicht. Komm jetzt, wir kehren heim. Nein, ich kehre nicht zurück. Ich habe mich für sie zu Tode geschuftet und zum Dank hassen sie mich alle. Man hasst dich?
Und wenn schon, du bist der Tod. Du solltest über solchen Dingen stehen. Du passierst einfach. Ich möchte mehr vom Leben. Ein bisschen Popularität. Ist das zu viel verlangt? Ich arbeite hart für alle. Und bedanken sich die Leute dafür? Nein. Sie sollen sich bedanken? Fürs Sterben? Wenn ich dir verspreche, dich populär zu machen, kommst du dann mit mir zurück? Die Leute werden mich mögen. Versprichst du mir das? Ehrenwort. Wenn ich dich enttäusche, kannst du mich beruflich besuchen. Abgemacht? Na schön, aber nur, wenn ich das Gefühl habe, willkommen zu sein. Ich weiß schon, wie wir die Botschaft ins Denken und Fühlen der Leute bringen, mein fürchterlicher Freund. Hast du jemals etwas von den sogenannten Klickern gehört? Ernsthaft? Ein Klicker, meinst du? Um eine legendäre Gestalt populärer zu machen? Das ist eine ziemliche Herausforderung, mit der moderne Marketingstrategien eigentlich fertig werden sollten. Überlass es dem guten alten Schnapper. Na schön, aber es darf nicht an Integrität fehlen. Sorg dafür, dass alles schön wird. Schön? Oh, natürlich. Ich kümmere mich um alles für die Hälfte der Einnahmen und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Erzähl mir jetzt von den Talenten, die du... Deine Hauptdarstellerin, hat sie ordentliche Oberweite? Nein. Oh, also eine Dürre, wie? Rank und schlank, was? Ha? Nun, das mit der Magerkeit stimmt, ja. Dann weiß ich schon Bescheid. Die Story ist bereits klar. Arbeite tagsüber als Schiffszimmermann drüben bei den Docks. Schweiß, 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 Holzspäne, knappes halb zerrissenes Hemd. Und tanzt jeden Abend in einem exotischen Nachtclub. Wir fügen Ton hinzu und der Erfolg ist garantiert. Ein Schiffszimmermann, der abends in einem Nachtclub tanzt. Wofür hältst du das Publikum eigentlich? Ich halte es für fähig, pro Kopf einen halben Ankh-Morpork-Dollar Eintritt zu bezahlen. Daran gibt es doch nichts auszusetzen, oder? Quatsch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob mein Hauptdarsteller einen überzeugenden Nachtclub-Tänzer abgibt. Ich meine in Hinsicht auf das Geschlecht und so. Es handelt sich um einen Mann? Nun, ich glaube schon. Es lässt sich nur schwer feststellen. Man sieht nach dem Becken, nicht wahr? Ihr Zauberer solltet mehr unter die Leute gehen. Dann blieben euch gewisse Probleme erspart. Ich sage dir, wir können alles verkaufen. Es kommt nur auf die richtige Marketingstrategie an. Du kennst das Produkt. Diesen Teil überlasse ich dir. Wir brauchen drei Dinge für den Erfolg. Darauf hast du die ganze Zeit über gewartet, nicht wahr? Du hast dich bestimmt regelrecht danach gesehen. Sowas von. Zuerst und vor allem brauchen wir eine hinreißend schöne Frau. Und zwar für den Presserummel. Zweitens benötigen wir eine eingängige Melodie für den Soundtrack. Und dann wäre da noch die Begleitprodukte, auch Krimskrams genannt. Damit kann man ganz schön absahnen. Besorg mir diese drei Dinge, dann ist der Film überhaupt kein Problem. Eine hinreißend schöne Frau, eine eingängige Melodie und Krimskrams. Es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass du jene Dinge selbst besorgst, oder? In der Tat, welcher Narr würde seine kostbare Freizeit für so etwas opfern? Wer ließe sich von dummen, undankbaren Leuten beauftragen, nach irgendwelchen blödsinnigen Dingen zu suchen? Man müsste wirklich ein Idiot sein, nicht wahr? Ja. Na schön, wir sehen uns bald wieder. Ha! Nimm Axt, öffne Tür, töte Drachen. Warum wurde ich nicht in der Epoche der Text-Adventures geboren? Tja, das ist wohl dein Pech. Sind wir schon am Set? Tod, alter Knabe! Wir machen dich zu einem Star! Alles klar.
Ankh-Morpork, Park, Hollywoods. Da ist Thor und da bin ich. Hügel und Jelly Baby. Was ist es, glaube ich, hier, ne? Gehen wir mal hier hin. Auf. Alles klar. Bevor wir aber weitermachen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!